Was sagen, die Hälfte des Sees ist gesperrt. Okay, also die Leute komme ich nicht einmal hin. Naja. Der See ist gesteckt voll mit Blässhühnern. So, ich bin startklar am Kochelsee. So, schauen wir mal, wie es wird. Da sind einige Uferbereiche gesperrt. Aber angeblich hat es viele seltene Vögel. Könnte ganz interessant werden. Schauen wir mal. So, noch ein sehr gutes Zeichen. Wie es da ausschaut, gibt es hier Biber. Das freut mich. So, drin im Wasser. Und jetzt gehen wir mal rechts vom Starten mit respektvollem Abstand zum Schilf. So, da vorne geht es in die Loisach rein. Echt dumm, dass ich Schild lesen habe. Ich darf da gar nicht näher ran. Wahrscheinlich bin ich eh schon zu nah dran. Jetzt kommen Wellen. Oh, es ist hier schon bei kaum Wind so eine Wellen hat, dann habe ich vielleicht eine gute Hoffnung, dass ein bisschen draußen am See vielleicht doch ein bisschen was los ist. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wenn jetzt hier schon so Wellen kommen, dann haben wir richtig gute Chancen, dass am Hauptsee richtig was los ist heute. Dann haben wir wieder Spaß.
Also wenn ich so gucke, sieht man da draußen schon ein bisschen nach Schaumkohlen aus. Da ist wirklich was los da draußen. Ja, ja. Jetzt kommt ihr doch bis zu mir. Da draußen ist was los. Gut. Hier geht kein Bach rein, aber trotzdem ist hier sehr, sehr flach. Und
bei dem Wellengang würde ich gerne ein Aufliegen riskieren. Fahren wir hier in die Bucht dahinter. Wir haben einen ersten Blick auf das berühmte Pumpspeicherkraftwerk, was vom Weichensee in den Kochelsee geht. Oh, schade, der Wind lässt nach. Schade, das ist gerade richtig schön mein Element und der Wind wird immer schwächer. Naja. Aber vielleicht kommt noch mal was im Laufe des Tages. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Es hilft nichts, jetzt muss ich doch mal aufs Schiff zu fahren. Mir kommt so vor, als birgt sich da hinten ein riesen Biberbau. Das muss ich mir doch genauer anschauen, da hilft nichts mehr. So, da birgt sich wirklich ein Biberbau dahinter, in dem Schiff. Aber, okay, besonders gut sieht man auch, ist von etwas näher nicht, aber ich glaube, wenn ich jetzt da zwischendurch fahre, um wirklich gut zu sehen, ich glaube, da mache ich mich unbeliebt. Das ist manchmal besser doch nicht. So, da wird wohl Kies gewonnen.
Was sind das für Enten? So, dann lade ich jetzt weiter rauf zu fahren. Habe da keinen Bock, mich dagegen Strömung zu wenden. Und eigentlich, glaube ich, war hier eh gesperrt. Aber ich weiß nicht ganz, wie ernst das gemeint ist, weil wenn man dieses kleine Schild da am Anfang nicht sieht, also wenn ich da nicht rumgelaufen wäre, suche nach Fotos, würde ich es gar nicht wissen. Weil es steht dann nirgends wo mir nicht mal das kleinste Schild. So, jetzt sagen aus der Mündung raus. Ja, das Schild ist schon deutlicher. Mit dem Schlammloch. Ja, schauen wir mal, wo es dahin geht. Keine Sorge machen, dass ich hier vielleicht nicht fahren dürfte. Da hinten liegen ein Haufen Boote im Schuppen. So. Über den Bootshafen fahre ich jetzt dann mal doch nicht raus. Grrr. Ich bin ja für Umweltschutz, aber nicht, wenn es mich nervt. Nur, wenn es ja, so nebenher geht, aber so doch nicht. Nee. Ja, das ist eine bessere Drohne. Da hängt eine richtig große Kamera drunter. Weh, ich bin morgen auf Facebook, YouTube, Instagram und Co. Dann sprechen wir uns aber. Haben wir einen jungen Haubentaucher? Ich bin ganz kurz mit dem Schiff verschwindet. Schönes Herbstzeitlosenfeld. Nachdem hier das Gasthof vom Kajan, vom Jan empfohlen worden ist, gehe ich jetzt testen, ob wirklich so gut ist wie versprochen. Na, das ist wohl Deutschlands traurigster Maibaum.
So. Dann wird das richtig eingeladen, aus dem Brunnen zu trinken. Dann kriegt man richtig Durst, wenn man die Figur sieht. Tja, leider ungenießbar das Wasser. Ja, ist schon immer wieder schön, wenn das Boot noch da ist, nach dem Landausflug. Eine der vielen Fallen, die es hier immer wieder hat. So Stempen und Bäume, die knapp unter Wasseroberfläche lauern. Ich hatte keine Schläfe. Irgendwie bin ich heute völlig müde. Der Kaffee hat heute nicht richtig gewirkt. Ah, ein kleines Schläfchen im Boot ist auch nicht schlecht. Gutes Nächtle.
Okay, jetzt bin ich doch durchs Boot gestört. Da drehen wir doch hier mal andersrum hin. So, gleich in meiner kurzen Rast habe ich noch mal einen Bierbau entdeckt. Ist der Kanal zum Kraftwerk. Also steht nicht da, dass man hier nicht fahren darf. Da haben wir eine Wasseramsel sitzen. Weiter rauf als bis hierhin fahren wir dann doch nicht. Weil ich nehme an, das hier soll vielleicht doch eine Absperrung andeuten. Muss nicht sein. Zu nah ist er vielleicht dann doch zu nah. Na, das ist nicht mal ein Wegweiser, kein Durchgang. Also ein Wegweiser, kein Durchgang. Dahin will ich, zum Wasserkraftwerk.
Und wieder Glück. Keiner wollte das Boot haben. Hurra. Wie ich gerade eben beim Kraftwerk erfahren habe, war ich beim Weichensee eigentlich in Lebensgefahr, weil er hat einen Waller. Angeblich. Mit Augen so groß wie Feuerrädern. Also, wenn der da bei mir aufgetaucht wäre, ja, also, dann hätte ich ein Problem gehabt. Da hat es ein Einhorn. Nehmen wir es mal an, was es darstellen soll. Ein Einhorn. In dieser Bucht da vorne, da muss der Campingplatz Renke liegen. Angeblich gibt es da die besten Kässpätzles Bayerns. Nachdem es einen Robby nicht mehr gibt, ist das vielleicht sogar im Bereich des Möglichen. Schauen wir mal. Hier muss man so eine Art Hafen gehabt haben. Ein Kraftwerkbau, keine Ahnung, weil die sind doch ziemlich robuste Mauern, die da sind. Keine Ahnung, was die mal gedient haben. Ja, leider muss der Test der Kässpätzles beim Campingplatz Renke ausfallen. Die Gastwirtschaft hat geschlossen. Gott sei Dank habe ich vom Anlanden gefragt, ob es der richtige Campingplatz ist. Ich habe nicht extra aussteigen müssen, um das festzustellen. Und jetzt mein Lieblingsmotiv. Den weiß-blauen bayerischen Flugzeughimmel. Ist das nicht schön? Wie tröge wäre der Himmel ohne den Flugzeugkondensstreifen. Bayern wäre gar nicht mehr Bayern. Ich habe immer noch einen Knödelmagen. Ich sage, da passt jetzt kein Cappuccino rein. Oder doch? Nee, ich fahre jetzt durch.
Angel. Und diese Hüttenreihe beginnt. Am Ende dieser Hüttenreihe, da ist mein Ausstieg. Das ist der kleine Möbeltisch und sind es die Jungen. Da ist jetzt die Preisfrage. Ja, das sind die Jungen. Das ist nicht original. Ne? So, da ist hier mein Landeplatz. Ja, nur gut, dass ich heute nicht den Weichensee gemacht hätte. Das hätte nicht funktioniert. Letztes Mal habe ich den Weichensee locker gemacht, aber wenn ich ihn hätte heute gemacht, mit der Form, die ich heute habe, das hätte nicht funktioniert. Aber die Badewanne, die habe ich gerade noch geschafft. Aber was am erstaunlichsten an diesem Parkplatz ist, vollkommen umsonst. Hat nichts zahlen müssen, sagenhaft.